Was ist jetzt bitte los? Elon Musk krempelt alles um, aber auch wirklich alles? Was kann der Mann eigentlich nicht? Wenn die NASA mit der russischen Weltraumagentur Roskosmos gerade einmal eine Raumstation in die Mondumlaufbahn bringen will, um Verfahren für zukünftige Mars-Missionen zu testen, startet SpaceX mal eben direkt zum Mars. 2022 soll die erste SpaceX-Rakete zum Mars aufbrechen, 2024 dann die erste bemannte Mission. Wow! Jetzt alle Details bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Wir hatten ja schon in einem der letzten Videos über Nachrichten vom Internationalen Astronautenkongress in Adelaide berichtet. Igor Komarov, Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, hat über die Kooperation bei der Mondraumstation Deep Space Gateway berichtet. Auf ihr und mit ihr sollen Techniken für die Landung auf dem Mars erprobt werden. Elon Musk hatte ja schon vor einiger Zeit seine Marspläne verkündet. Der Hammer, er will mit 1000 Raketen den Mars besiedeln. Und jetzt hat er seine Pläne konkretisiert und es wird noch spektakulärer. Wobei er seine Pläne an einem Punkt reduziert hat. Er will kleinere Raketen einsetzen, damit es preiswerter und finanzierbar wird. Statt 12 Metern Durchmesser sollen sie jetzt lediglich einen Durchmesser von 9 Metern aufweisen. Länge 48 Meter ohne den Booster, der die Rakete antreibt. Das Volumen ist mit 825 Kubikmetern größer als das eines Airbus A380. Die Raketen sind damit größer als alles, was die Menschen bisher ins All geschossen haben. 106 Meter ist die Gesamthöhe mit den Antriebsstufen. Deshalb haben sie auch einen ganz speziellen Namen. Big Fucking Rocket, kurz BFR. Er will die Rakete in 2 Jahren entwickeln. Start soll in der ersten Jahreshälfte 2018 sein. Und bereits 2022 sollen die ersten 2 BFRs bereits unbemannt zum Mars fliegen. Diese ersten Missionen sollen dort nach Wasser und Rohstoffen und Gefahren für Menschen suchen. Um überhaupt zum Mars zu gelangen, fliegt die BFR erstmal in eine Erdumlaufbahn und trifft dort auf Treibstofftanks, die vorher in den Erdorbit geschossen worden sind. Sie sind gefüllt mit Methan und Sauerstoff und treiben die Raketen auf dem Flug zum Mars an. Die ersten Menschen, die dann 2024 zum Mars fliegen sollen, produzieren dort dann Treibstoff für den Rückflug zur Erde. 4 BFRs sollen dann zum Mars fliegen, 2 bemannt und 2 unbemannt. Mit diesen Flügen soll dann die Marskolonie aufgebaut werden. Die BFRs sollen dabei wiederverwendbar sein, um die Kosten niedrig zu halten. Mit jedem Flug plant Musk dann 100 Menschen plus Fracht in 40 Kabinen zum Mars zu fliegen. Die BFRs sind zusätzlich mit großen Gemeinschaftsbereichen, Frachträumen und so weiter ausgestattet. Alles, was man braucht, Moment, um auch hier auf der Erde von A nach B zu gelangen. Und Musk wäre nicht Musk, wenn er mit den BFRs nicht auch das Reisen hier auf der Erde revolutionieren wollte. Er will die Raketen einsetzen, um das Reisen auf unserem Heimatplaneten dramatisch zu verkürzen. Dubai, New York, 29 Minuten. Los Angeles, Toronto, 24 Minuten. New York, Shanghai, 39 Minuten und so weiter und so fort. Geschwindigkeit 27.000 Kilometer pro Stunde. Laut Musk kann er mit den BFRs jeden Ort der Erde in unter einer Stunde erreichen. Das klingt jetzt alles eigentlich vollkommen unrealistisch, aber Musk hat ja schon einiges erreicht. Das sprengt aber jetzt wirklich den Rahmen. Wahnsinn. Wenn es Neues dazu gibt, halte ich euch natürlich hier bei Klicksum auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr auch wirklich über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit 1000 Raketen zum Mars, mit noch mehr Infos zu Mars-Missionen. Da besteht Guckpflicht, würde ich mal sagen. Also unbedingt hier draufklicken und angucken. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.